Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Nioh 2. Heute geht es weiter mit der letzten Nebenmission vor der nächsten Hauptmission. Und je nachdem wie lang die ist, können wir heute eventuell sogar schon mit der nächsten Hauptmission anfangen. Wir haben hier immer noch Kack-Zwielichtmission. Ach ja, Moment. Vielleicht ist es gar nicht die letzte. Vielleicht schließt sich diese hier frei. Auch wenn hier steht Trainingsmission Meister der Doppelklinge abschließen. Glaube ich also nicht, aber ich sage mal so, bei dem Spiel will mich jetzt inzwischen nicht mehr so viel überraschen. Der Krieger. Wir gehen wieder hier in das folgige Inferno zurück. Ich freue mich ganz besonders darauf. Okay, was hast du zu sagen, Mumio? Angeblich treibt sich ein geheimnisvoller Schatten in den Feuern von Hanoi herum. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand diese Hitze aushalten kann. Falls du dich entscheidest, der Sache nachzugehen, dann sei vorsichtig. Ganz gleich, ob es sich bei dem Schatten um einen Yokai oder nur um einen Dieb handelt. Ich predikte jetzt schon mal, dass es der Geist von Oda Nobunaga ist, weil der, als er gelebt hat, hat Oda Nobunaga, als wir einmal die Trainingsmission mit ihm hatten, wo wir gegen ihn gekämpft haben, hat er gesagt, wir werden nochmal miteinander kämpfen, das verspreche ich dir. Oder irgend sowas in die Richtung, will ich meinen. Und das wäre jetzt absolut passend dann in der Mission auch. Na gut, dann würde ich sagen, los geht's. Nimm dir alles auf, okay. Gut, das haben wir schon gelesen. Bin gespannt, ob wir jetzt in dem Bossraum kämpfen werden. Und ich bin auch gespannt, wo wir den Boss nochmal wiedersehen werden. In welchen Nebenmissionen. Den Boss, der eigentlich hier Hauptboss war. Diese Katzenfrau auf Rädern. Allein das Konzept ist so weird. Und wir brauchen übrigens inzwischen über 200.000 Amrita zum Aufleveln. Ich weiß gar nicht, ob wir so hoch... Bei 66er Stufe waren wir sicher. Ich bilde mir ein, hier in Nioh 2 braucht man mehr Amrita für Level 66, als man noch in Nioh 1 gebraucht hat. So. Ich wollte eigentlich, das hat mich jetzt kurz abgelenkt, eine andere Waffe, weil wir immer schauen wollen, dass wir irgendwas Cooles mal ausprobieren dazwischen. Hier einen Speer haben wir eigentlich lange nicht mehr gehabt. Nur die Frage ist gerade, ob wir irgendwie einen guten Speer haben auch. Oder ob das hier schon der beste ist. Ah, let's try it mal. Wir haben lange keinen Speer mehr gehabt. Und gerade wenn wir eventuell Oda Nobunaga aus Teil, den wir auch schon aus Nioh 1 kennen, hier bekämpfen werden, was ich echt für möglich halte. Giant of a Man. Hört sich nicht so, also nicht explizit nach Nobunaga an. Weil es wurde nie gesagt, dass der irgendwie sonderlich groß ist oder klein ist oder so. Gegen diesen Gegnertypen so zu kämpfen, lässt Nostalgie aufkommen. Nur wie gesagt, in Nioh 1 war das so machen wirklich notwendig. Also sich so wirklich zurückzuhalten bei solchen Gegnern. Hier in Nioh 2 kann man im Normalfall fast sogar Damage trainen. Oh Moment, was eigentlich? Verfolge den geheimnisvollen Schatten. Und da müssen wir gleich zu ganz vielen verschiedenen Positionen. Yep.
Dankeschön. Ja, die Reichweite ist sogar, glaube ich, mit dem Wobei, so viel mehr ist sie mit dem Speer, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich damals entschieden habe, relativ am Anfang, nicht auf den Speer und das Doppelkatana zu gehen, wie in Neo 1, einfach halt bewährtes, sondern tatsächlich die Glefe ausprobiert habe, weil die, glaube ich, von der Reichweite her wirklich dem Speer nicht wirklich wonach steht. Komm her! Hier ist kein Schrein, das ist ganz schlecht. Oh! Nice! Ich weiß schon, was für ein Gegner uns hier gleich erwartet. Haha! Wie der da durchpackt! Das ist das Problem, wenn die Hitbox für die Schläge und die Hitbox für die Collision mit der Umgebung ein und dasselbe gemacht werden. Dann passiert sowas. Hallo? Oh ja, deswegen war das Fass auch da. Elixier nehme ich mal. Okay, mit der starken Attacke von dem Speer kommt das Vieh ja nicht mal zum Zug. Ich meine, sei jetzt nichts gegen oder was, aber... Aha. Falsch. Ah. Wir sind noch immer nicht bei der Location von dem ersten Schatten gewesen. Ah! Alter! Ich habe nur die Quelle gesehen und habe mir gedacht, nice, ist hier erstmal... Wahrscheinlich gibt es bei jedem von diesen Schatten so einen kleinen Kampf. Aber dass da auf einmal so ein Vieh in der Quelle drin steht. Ich glaube, das gab's noch gar nicht. Meins? Oh, Moment! Doch, das ist die... Das war der... Das hier war der Ort der ersten Quelle, oder? Ja, schaut euch das an. Auf der Minimap, man kann es so gerade so sehen, vom Winkel her. Oh, es sind offenbar einfach vier Yokai-Auren, die offen... Also, die eine war halt jetzt hier bei der Quelle und hat mich ein bisschen erschreckt. Aber gut. Ja, das ist dann jetzt nicht so spannend. Ich dachte, wie gesagt, wir können gegen Nobunaga kämpfen oder irgend sowas Geiles. Ja. Und bumm. Und. Ah, genau ins Auge.
glaube, Neo 1 habe ich gesagt, nicht nur ins Face, sondern ins Auge gleich mit dazu. Oh, ich glaube, es hat sogar die Katze den finalen Stoß gemacht. Nice. Es wirkt so, als wäre das hier schon das Ende der Mission. Okay, das war beim ersten aber nicht so. Da haben wir nur das... haben wir nur das Vieh töten müssen. Interesting. Okay, das war jetzt gerade von... das war gerade von beiden Seiten nicht der beste Moment. Ja, ins Feuer, genau. Brennen. Okay, ich war wahrscheinlich einfach zu weit weg. Dafür war das ein bisschen close. War vorhin weit weg, aber jetzt war das mir ein bisschen sogar zu close. Ah, und hier ist ein Schrein. Okay. Aber bei... jetzt müssen wir wahrscheinlich hier den einen jetzt öfter machen. Aber was, wir haben 100? Wir haben gerade, glaube ich, auf dem Weg von dort hinten hierhin fast 100.000 Amrita bekommen. Nee. Kann das sein? Wirkt schon ein bisschen nach hart viel. Okay, I take it. Oh, hier sind gleich drei. Einer ist aber hinter dem Zaun. Dadurch, dass er ein Feuermagatama ist, macht ihm natürlich das Feuer jetzt nicht wirklich was. Oh, er macht das immer in Kombination. Ah, okay. Ich glaube, langsam erkenne ich seinen Tell davon. Oh, das ist jetzt schlecht. Oh nein. Alter, wenn ich in der Animation sterbe, wäre das irgendwie sehr ungut. Ah, ich weiß, wie wir da hinten hinkommen. Ich muss allerdings sagen, es ist ein bisschen schade, dass der immer so... wir laufen an dem jetzt einfach vorbei. Ich finde es schade, dass wir an dem... dass der immer so anrennt. In Neo 1 ist der immer entweder gelaufen und dann irgendwann quasi so kurz erschöpft gewesen. Ach, scheiße. Okay. Gott sei Dank hat er das nicht verwendet. Gewettet. Oder alternativ ist halt gegen eine Wand gelaufen. Okay, dadurch, dass du gerade ausgeglitscht bist, hast du mich so ein bisschen sogar da überrascht. Na, Ärger, wem Ärger gebührt. Wobei jetzt irgendwie zu glitschen ist jetzt nicht so was besonders Ehrwürdiges. Oh nein, ich hab ihn nicht gesehen. Sehr gut.
ich muss sagen, die Klefe hat auch eine bessere Todesanimation. Jetzt bin ich, wäre ich schon wieder fast gespannt, wie es sein würde, wenn man in Nioh 1 eine Klefe gehabt hätte. Oh, zwei, die gleichzeitig hinhauen. Und... okay, aber hier gibt es offenbar nur den Rückkehrer. Der ist aber Stufe 97. Also, holy shit. Oh nein. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber... was? Warum hat auf einmal Musik angefangen? Wollte gerade sagen, das hätte aber auch anders ausgehen können. Ach! Moment! Wisst ihr, was ich jetzt gar nicht gemacht... oh Gott, nein. Ich habe jetzt nicht... doch, ich... ich habe jetzt ernsthaft nicht hier in der großen Halle geschaut. Ach nee, geh bloß weg, bitte. Ich mag die jetzt nicht. Weg mit dir. Los, Aggro. Come on. Weg mit dir. Genau. Genau. Shit! Moment, hier ist ein Ausgang. Hier ist kein Ausgang, dammit! Es schaut nur so aus. Alter. Crowd Control. Das erinnert mich gerade sehr an Nobunaga und Yuki Ona, oder? So hieß die, oder? Ja! Komm on, stirb! Reicht nicht, dammit! Aber ich bin invincible in der Zeit, immerhin. Nein, 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 nein! Ich hab eine Sekunde. Stirb! War mir zu riskant. Ah. Come on. Fuck you. Fuck you. Gerade wie denn Hell noch da war, hast du genau sowas ganz oft gemacht. Jetzt, wo er allein ist und ich mich tatsächlich darauf fokussieren könnte, ihn zu Wuchtkontern, da bleibt es natürlich aus. Und das müsste gewesen. Okay, noch nicht ganz, aber... ja, sicherheitshalber. Was macht er jetzt? Nice! Oh, Mission abgeschlossen. Oh, also sind wir... okay, wir sind jetzt nur leider nicht dort nach hinten gegangen. Dammit. Wir sind jetzt nicht an die eine Stelle dort hinten gegangen, wo man auch hätte hin können. Aber da gibt's sicher nichts Gescheites mehr. Also von daher, ich glaube, wir haben nicht wirklich was verpasst. Oh!
Ist also doch... Nobunaga ist hier also doch nicht gestorben. Wait. You are the samurai from before. Now that Lord Nobunaga is dead, how do you plan to live? As for me, this is all I can do. Lord Nobunaga made me a samurai. He freed me from my shackles. Now, I vow to fight on. So that nothing may disturb my master's rest. Das ist derselbe Schutzgeist wie Nioh 1. Und das gibt jetzt auch neuen Kontext für Nioh 1, so ein bisschen zumindest. Oder mehr Weight, sage ich jetzt mal. Ändert nur nichts an dem Fakt, dass das der leichteste Boss in Nioh 1 war. Und zwar, glaube ich, sogar bei Weitem. Aber Nobunaga war doch gerade nicht tot, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Aber Nobunaga kann seinen Tod nicht vorgetäuscht haben, weil wir haben seine Reinkarnation durch Kelly heraufbeschworen, bekämpft in Nioh 1. Also, er muss gestorben sein. Er kann nicht nur einfach gesagt haben, ja, ich bin jetzt nicht mehr da und bye bye. Von daher, Es wird auch nicht zu dem passen mit hier seiner Frau und allem. Das wird das Komplette nicht, wird keinen Sinn ergeben. Es ist weird. Kann ich nicht anders sagen. Na gut. Auf jeden Fall... Achso, stimmt. Ah, du bist zurück. Was ist geschehen? Was hast du gefunden? Irgendwas sagt mir, dass du das lieber für dich behalten möchtest. Nun, dann soll es so sein. Wenn keine Yokai im Spiel waren, ist es für mich nur von geringem Interesse. Die Flammen, die Honoi verschlungen haben, werden irgendwann erlöschen. Ich fürchte jedoch, dass die Qualen jener, die in der Feuerbrunst umgekommen sind, werden noch einige Zeit weiter bestehen. Wir haben nur einen Seelenkern? Okay. Na gut, auf jeden Fall, das war die letzte Nebenmission jetzt hier erstmal. Für derweil, und ich würde sagen, wir starten direkt mit der nächsten Hauptmission. Das ändert sich ja nur jedes Mal, wenn ich neu ins Spiel reinstarte. Sonnenuntergang bei Tensoan. Ich glaube, das ist aber eine neue Map. Ja, also so mit Feldern und sowas. Das schaut definitiv nicht nach was aus, was wir in Nioh 1 gesehen haben. Von daher ist es schon mal ein bisschen positiver im Vergleich zu dem, was wir da in Nebenmission erwarten. Beziehungsweise bekommen haben. Nicht erwartet haben. Gut. Die Hideyoshi-Armee samt Yokai plötzlich in der Nähe der Hauptstadt erschienen. Anscheinend hat Tokichiro eine große Armee zusammengerufen. Und Akechis Truppen haben nach dem Gefecht im Westen auch eilig den Rückzug angetreten. Falls den Gerüchten über diese Wände zu glauben ist, dann steht wohl eine heftige Schlacht bevor. Nun ja, wenn wir Fürst Nobunaga rächen wollen, bietet uns dieses Chaos die perfekte Gelegenheit dafür. Stürzen wir uns hinein, und zwar schnell. Ich bin ja mal gespannt, ob das mit Tokichiro noch irgendwie einen guten Ausgang haben kann. Ich befürchte nur nicht. Im Süden der Provinz Yamashiro erhebt sich... Alter, das ist so hell. Erhebt sich der Tenosan, ich habe glaube ich Tensoan gesagt, aus den weiten Ebenen, wo sich die Flüsse Uji und Katsura vereinen.
Lange Zeit war er ein strategisch bedeutender Ort. Nach dem Zwischenfall von Hanoi versuchte Akechi Mitsuhide von jeder Verstärkung abgeschnitten, das Gelände zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er die große Hideyoshi-Armee zu den Sümpfen entlang des Flusses lockte. Tokichiro rechnete mit diesem Schachzug, nahm den Tennozan ein und entsandte Yokai, um Mitsuhides Truppen zu dezimieren. Und so begann die entscheidende Schlacht, welche die Zukunft des Landes bestimmen sollte. The Hideyoshi Army is relentless. Our left flank has collapsed. That wretched monkey. Send reinforcements, now. Yes, sir. How can it be? Even with that beast in their ranks, how can they fight like this without an abundance of spirit stones? Toshimitsu, the stones we seized from Lord Nobunaga, they are under lock and key, are they not? Answer me, Toshimitsu. Where are the spirit stones? Toshimitsu! Okay, ich glaube, ich weiß, wen wir als Boss bekämpfen werden. Wahrscheinlich. Na denn? Er war seinem Alter vorbeigelaufen. Oh nein! Wasser! Was einen ganz schlecht animiert langsamer macht. Wo du einfach den Animation Speed von dieser Laufanimation verlangsamt haben. Alter. Also, man mag von der Schwierigkeit und allem ja halten, was man will. Aber auch solche technischen Sachen bin ich der Meinung, dass irgendwie bei dem Spiel, man merkt schon, dass irgendwie das mehr ein Cashgrab war als wie Neo 1, wo noch zumindest sehr viel, wenn nicht rein Herzblut dahinter war. Und man versucht hat, hier die Dark Souls-Formel so ein bisschen umzuändern und da zu adaptieren. Und besser zu machen, eventuell sogar. Na. Gut, da oben ist schon mal der erste Kodama, das ist gut. Alter! Ich sehe jetzt schon, dass mit dem langsamer werden, wird mich ganz übel abfangen. Okay, wenn wir so eine Grube mit einem Viara erreichen, ist ein Shortcut zum Anfang ganz nah. Oh Mann, wie kommt man... Ach, da kommt man wahrscheinlich nur von dort oben rauf. Von... Wahrscheinlich dort hinten. Komm her! Warum haben wir eigentlich so gut wie gar kein Anima? Wir haben das letzte, also in der letzten Mission gar keins verbraucht. Wo kommt? Achso, Moment. Au! Au, wo denn? So. Wir wollten natürlich. Falsch. Das ist es ja nicht, nee. Wo ist es denn nochmal unser. Da. So. Wir wollten nämlich wieder mit unseren normalen Waffen kämpfen. This damn swamp. I can't move my feet. Oh nein, uns hast du den Augen verloren. Und da ist noch ein Kodama. Ah ne, das ist derselbe, oder? Ne, es sind zwei unterschiedliche. Ich hab keinen Bock. Irgendwelche Gegner mit dieser Verlangsamung zu bekämpfen. Das war mehr Lack als Verstand. Bzw.
beziehungsweise mehr Luck als Skill. Und man kann ja auch langsamer dodgen, genau. Und ich nehme mal nicht an, dass langsamer dodgen heißt, dass man mehr Iframes hat, sondern einfach, dass man langsamer dodgt. Au. Aber ich glaube, haben die das auch, den Effekt? Weil das hat gerade bei dem so gewirkt, als würde er sehr langsam die Axt schwingen. Die Musik übrigens, die gerade irgendwie Action vermitteln soll, ist durch diese langsame G-Animation irgendwie so unfassbar lustig. Klingt so fast wie dieser Tuba-Marsch. Ich bin mir inzwischen echt nicht mehr übrigens sicher, wer auf welcher Seite jetzt steht und was eventuell doch noch doppeltes Spiel ist. Ich finde diese Animation sehr geil. Kann ich nur immer wieder betonen. Ich weiß übrigens nicht, ob wir in diesem Spiel nochmal eine Mimik sehen werden. Ich habe das aber auch nicht ausgemacht in den Optionen, oder was? Ich glaube gar nicht, dass man das eingeben kann. Action-Modus, Bildfrequenz. Lokalfähigkeiten anzeigen, anzeigen, anzeigen. Ein. Ich glaube, man kann Mimics gar nicht ausschalten, aber es fühlt sich halt unfassbar danach an. So, Amrita-Bilanz, komm. Hier haben wir... Ah ja, mit dem Speer haben wir einen Punkt. Komm, nehmen wir irgendwas. Dann haben wir das auch mal hinter uns. Wirklich, verwenden werde ich es eh nie. Ah, kommt man nicht hoch. Okay, das heißt, hier waren wir wirklich nur wegen der Kiste. Da geht's höchstwahrscheinlich nicht weiter. Hat er gerade mit seiner Fackel nach mir geschmissen? Okay, also das ist cool. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet, dass auf einmal Gegner mit Fackeln um sich werfen. Ich hätte nicht gern, dass du wieder in das Kackgebiet runterfällst, wo ich wieder gesagt verlangsamt bin. Da bekämpfen wir uns lieber on even ground, weil ich eh stärker bin als du. Wie haben mich die jetzt nicht getroffen? Oh, schlecht. Fuck! Man regeneriert auch sein... nicht sein Ki langsam, aber man kommt auch zurück in... hier Abwehr- und Angriffsposition viel langsamer. Das ist... Wie gesagt, das ist so beschissen, finde ich. Am Moment. Der Yokai... war ja gar nicht in einer... Der sitzt schlecht. Alter, schau dir das mal an. Ich finde solche Verlangsamungsteile irgendwie so unfassbar kacke. In so ziemlich jedem Spiel, wo das tatsächlich mal passiert. Weil es wirkt halt immer. Und ich glaube, es ist ausnahmslos so.
Als ob die Entwickler einfach sich nichts mehr Neues haben einfallen lassen können. Ich glaube, das Einzige, und das ist kein Verlangsamen, sondern ein Wegnehmen von Kräften, was jetzt nicht dasselbe ist, aber das Einzige, was so in der Art sich einigermaßen fresh angefühlt hat, war in Dishonored 1 die eine Mission gegen Ende, wo man keine Kräfte mehr hat, weil da hat es zumindest storytechnisch einen wirklich wichtigen Grund. Oh nein, nicht so in einem langsamen. Dammit! Shit. Alter, der hat mir noch ein bisschen sehr viel Leben. Wah! Alter, ich hab doch geblockt. Ich bin tot. Oder auch nicht. Komm, jetzt. Wah! Alter, ich habe auf dem D-Pad mich ein bisschen um einen Millimeter verdrückt. Da hat unsere Waffe wieder gesprochen. Alle jetzt am Ende. Die Kiri-Generation ist auch deutlich langsamer. Das ist einfach nur schwul, dieses Wasser hier. Leck mich. Okay, das wirkt so, als hätte man hier mal rüber gekonnt. Oder wisst ihr, wonach das wirkt? Als ob man irgendwann mal in Early Development daran gedacht hätte, vielleicht sollte man springen können. Und später wurde dann gesagt, ja, nee, springen muss man jetzt nicht können. Wir machen das wie in Neo 1, dass man wie ein Stein ins Wasser fällt. Ist besser so. Wir haben gerade den Kodama mit unserem Schritt begrüßt. Ich möchte übrigens hier möglichst einfach nur Art den Kodama jetzt erstmal holen. Und dann schnell den Shortcut. Okay, zu dem Kodama kommen wir so nicht. Das ist schon mal gut. Okay. Wir gehen runter zum Schrein. Passt gut fürs Folgebeenden und vor allen Dingen haben wir dann nächstes Mal direkt einen Weg und müssen uns nicht mehr durch dieses Kackwasser kämpfen. Was echt so, Alter. Zwei Missionen, einmal mit Brennen und einmal mit verlangsamendem Wasser hintereinander. Zwei Missionen, wo ich das Special Feature so ein bisschen zum Kotzen finde, wenn nicht sehr ungut, sage ich jetzt mal. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal an dieser Stelle wieder und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Neo 2 und tschüss, Leute!